Hallo, willkommen zum nächsten Spiel. Sunny conditions perfect for football. So let's go straight to the ground and your commentary team of Martin Tyler and Alan Smith. Oh, los geht's noch. Oh, we've got a great game for you today. Martin Tyler, Alan Smith is with me. We're both really looking forward to describing it for you. Noch im letzten Spiel, ich brauche einen Sieg. Meine Laune hängt am Boden. Da ist der Ball aus der Fläche. Okay. Das war gut. Alter, was ein grauenhafter Pass. Scheiße war's. Bale steht nur daneben. Whipped out wide. Good ball to stretch the opposition. Played into the middle. Shots on here. Das hier hast du gut gemacht. Was gehalten, das hilft. Hält ja auch nicht so allzu doll. Alter! Das ist unfassbar. Solche Pässe, das gibt's nicht. Nee, das heißt so. Und zack. Und wieder in die Mitte. Und da steht er natürlich. Und ich schaue nicht hin. Was kommt jetzt? Ich habe keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich hoffe nicht mein Internet. Ich hoffe seins. Yes! Der war geil. Das war nämlich als erstes noch ein Schuss von Bale. Da ging dann direkt zu Toni Kroos und hat noch einmal können. Scheiße. Well read by the defender to intercept. Marcelo, Mann, du hättest da schon längst Saison geben können. Ah, der Pass war nicht gut. Ah, das war jetzt absolut mein Fehler und das ist in Ordnung. Komm, Ronaldo. Benzema. Komm. Alter. Scheiße. Unfassbar. Super unfassbar. Das ist wow. Darf niemals fallen, da muss es 2-0 fallen, steht sein Satz, natürlich. Alter, da steht noch einer direkt daneben. Teammate free in the center.
Komm, Benzema, sei nicht so lahmarschig. Gut, Pepe. Und nochmal Eckball. Ja, ein Eckball nach dem anderen. Das sind halt zwei. Komm, Marcelo. Gut gemacht. Konter. Ihr müsst laufen, Leute. Scheiße! Das sollte nochmal hinter die Abwehr. Ah, shit. Oh, Casillas! Ronaldo! Ganz nach oben, verdammt nicht da ein! Na egal. Casillas läuft viel zu langsam wieder zurück. Der muss einfach viel mehr Gas geben. Unglaublich. Nichts passiert. Also alles in Ordnung noch. Aber wieder diese Fehler. Meine Angst. Oh, Ramos. Ich war doch mit dir schon in die richtige Richtung unterwegs. Ich kann da nichts machen. Ich sehe, dass es kommen wird. Ich bin mit Ramos schon in die richtige Richtung unterwegs. Und er läuft auf einmal wieder zurück. Wechselt mir den Spieler. Oh, grauenhaft. Alter Schwede, ey, komm, hör auf. Das ist super bitter. Hier muss ich führen und zwar hoch und nicht hinten liegen. Komm, Benzema. Kacke. Ach komm, Marcelo, du blöder Affe! Weil es kein Rot gibt. Immerhin kein Rot, das wäre Rot gewesen. Mann, Marcelo! Was ist das? Um Gottes Willen! Jetzt bin ich wieder 3-1 hinten. Das sieht lustig aus. Okay, 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 okay. Scheiße. Unfassbar. 3-1 hinten wieder. Was soll ich denn machen hier? Die Abwehr spielt ja den letzten Scheiß zusammen, den ich je gesehen habe. Die habe ich nicht unter Kontrolle, die Abwehr momentan. Das Schlimme ist, die laufen, wie sie Lust und Laune haben. Das kann ja nicht wahr sein. Gleicher Fehler beim Gegner jetzt. Also. Bei ihm ist jetzt nichts raus, also bei mir ist nichts raus geworden, aber der Abwehrspieler hat den gleichen Scheißfehler gemacht und bei mir ist er auch die ganze Zeit passiert. Keine gescheite Anspielstation, dazu jetzt wieder zurück. Trying to find a way through here, probing away. Falscher Laufweg, falscher Laufweg. Jungs, ihr nehmt den falschen Laufweg. Ich weiß nicht, was los ist.
Was ist das für ein Zweikampf? Also, was macht mein Spieler da? Und da kann ich nichts machen. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ist weniger tragisch. Das ist gut aufhaltbar. Da habe ich leider noch B gedrückt für einen Zweikampf, aber das ist nicht so schlimm. Das ist alles nicht schlimm, aber wenn die Spieler plötzlich so ein Bullshit machen, da kann ich nichts gegen tun. Und heute haben sie es echt. Alter, das sind alles Fouls. Komm. Also, der fault in mich rein, sodass ich nicht mehr gehen kann. Alter, kassierst, bist du eigentlich völlig am Arsch. Ich habe hier keinen guten Torhüter, keine gute Abwehr, kein gar nichts. Yeah, Real Madrid. Best of the best. Ja, der hat dabei einen. Dem seiner kann was. Natürlich, ein Foul von mir, klar. Müssen wir pfeifen. Natürlich. Strenge Linie bewahren. Hängt wieder am Arsch hier. Schlechter Schuss. Na Mann! Wie kannst du so blöd sein? Just a quick check on the clock and there are 20 minutes to go. Great passage of passing play there. Komm schon, Rodriguez, komm. Alter! Zumindest aufs Tor! Natürlich! Tut mir leid, haben sie ausgespielt. Alter, komm, hör auf. Es gibt Gelb-Rot, es gibt einen Freistoß normalerweise. Natürlich! Das pfeifen wir. Alter, ich kotz gleich. Was ist das für ein Schiedsrichter? Und was ist das für eine Abwehrleistung? Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Wirklich. Wow. Wow. Also der Schiedsrichter, alle Achtung. Zum Glück steht es 3-1, sonst wäre ich wirklich sauer. Diesmal habe ich ihn. Gleichen Scheiß baut er nicht nochmal. Und trotzdem, wow, der Schiedsrichter. Komm, totaler Angriff, was soll's. Was soll alles in der Welt? Der war als letztes am Ball. Alter! Es ist... Wow! Das ist ja... Alter! Der kann machen, was er will. Und bei mir wird einfach alles gepfiffen, was nicht ist. Her mit dem Ball! Ramos, hol ihn dir endlich. Ah, Mann. Scheiß auf jede Jubelszene. Ich will weitermachen. Fuck.
Ja, der muss sich hinterher. Ah, er spielt auf Zeit, okay. Und jetzt doch nicht mehr. Sieht ungut aus. Sieht ganz ungut aus. Kassierst du blöder Wichser! Halt einfach mal den Ball fest! Der war wirklich nicht schwer. Die Zeit seines Lebens, wie ich sowas hasse, wie ich sowas hasse. Ich könnte kotzen. Dieses blöde Arschloch von Schiedsrichter, ganz ehrlich. Das war, wow, das war absolutes, wirklich das Letzte. Der Gegner war ja wirklich nicht schlecht. Der war ja wirklich nicht schlecht. Aber ich muss es gewinnen. Aber zumindest darf es nicht so ausgehen. Also das ist ein Witz auf Rädern. Also was der gepfiffen hat und nicht gepfiffen hat, da dreht sich mir die Magengrube um. Unfassbar. Also so ein Bullshit von Schiedsrichter habe ich selten. Nie habe ich das, glaube ich, gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Ich kotze die Wand an.